Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Divock Origi. Die Showdown-Karte hat er bekommen für das Spiel gegen Chelsea. Das ist das Finale. Der Sieger dieses Duells bekommt eine plus 2 auf die Karte. Dann wäre das eine 89. Ich finde, die Karte schaut jetzt schon ganz okay aus. Vielleicht für eine 87 noch ein bisschen zu teuer. Wenn der aber auf eine 89 wirklich hochgeht, dann sage ich, es ist okay und es ist ein Spieler, der bekommt wahrscheinlich leistungsgerecht sehr selten so eine Karte. 1,89 groß, hoch, mittel, Arbeitsrate, hat 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß, spielt bei Liverpool, ist Belgier, damit eher halt so ein bisschen eingeschränktere Linkmöglichkeiten in der Premier League oder zu Belgiern. Carrasco fällt mir da jetzt gerade mal im Moment ein oder halt mit Ikonen, aber eher halt, glaube ich, sowieso ein Spieler für Liverpool-Fans, sage ich jetzt einmal, ist halt eine Liverpool-Legende unter neuen Umständen, sagen wir es mal so. Also für eine Legende fehlt ihm noch einiges, aber er hat ein paar ganz gute und wichtige Tore für Liverpool gemacht. Antritt bei 92, Sprintgeschwindigkeit bei 97. Stellungsspiel geht mit dem Finisher, den ich ihm gegeben habe, auf 96. Abschluss geht auf 99, Schusskraft auf 99. Hat 83 Weitschüsse, die Volleys gehen auf 93 und die Elfmeter auf 82. Also die prinzipiellen Schuss-Stats sehen mal sehr gut aus beim Tempo. Da könnte man halt vielleicht noch mit einem anderen Campstyle arbeiten, aber da 97 Sprintgeschwindigkeit hat, wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Passspiel hat er 87, kurzer Pass, 70, langer Pass, 83 Flanken, 82 Übersicht. Also ich glaube, für mehr wie für einen Stürmer reicht es da sowieso nicht. 65 Effe, auch wenn er da ein Plus 2 bekommt, wird der trotzdem wahrscheinlich kein Flügelspieler, auch kein Z-Däumer. Also das ist ein reiner Stürmer für mich. Mit dem Finisher geht aber jetzt die Beweglichkeit auf 97, die Balance auf 90, 88 Reaktion, 90 Ballkontrolle, das Dribbling geht auf 99 und ein Ruhewert von 90, das ist sehr, sehr gut. High und Average Plus hat er als Body-Type mit 1,89, doch nicht klein. Wir werden schauen, wie sich das Ingame anfühlt. Hat 90 Sprungkraft und 88 Kopfballpräzision. Dazu 85 Ausdauer, 90 Stärke und 83 Aggressivität. Das ist für so einen Stürmer mit so einer Größe, die er hat, glaube ich, ganz gut. Dazu den Flair-Schuss, den Teamspieler und den Dribbling-Techniker. Ich glaube, Flair so ein Trade, den man nicht so oft benutzt, wahrscheinlich Teamspieler. Keine Ahnung, wie sich das wirklich auswirkt. Also könnte besser sein. Wir spielen die Playoffs heute und zwar mit Kanté auf der 6, mit Seedorf auf der offensiven 6, mit Bobby Firmino als ZOM, als Link für Origi, mit Griezmann und mit Fekir. Die beiden werden rechter und linker ZOM spielen, beziehungsweise in der engen Raute wird einer dann ins Mittelfeld gehen und in der Abwehr haben wir Premier League. Und dann würde ich sagen, wir starten rein in die Playoffs mit Divock Origi. So, unser erster Gegner, gleich mal ein krasses Team, die Lay Sports. Ja, das wird schwer werden, glaube ich, gegen den. Ja, ein bisschen klank, hat er sich angefühlt, aber er macht das Tor. Ja, schön angenommen. Er braucht immer ein bisschen länger zum Drehen, aber... Ja, leider im Abseits, schade. Ja, Origi schön freigelaufen da. Mal zurück auf Bobby. Ja, schade. Da schlecht freigelaufen. Jo. Divock Origi gut reingelaufen, da macht er den. Nice. Jo, Divock Origi zwingt, glaube ich, den Gegner jetzt zum Rage Quit. Ihr habt das Team des Gegners gesehen. Ihr seht es da auch nochmal mit Prime, Hewlett, Sterling, Neymar, dieser Winter Wildcard, Messi und so weiter, Bellingham. Ja, das haben wir gut gemacht. Dreierpack von Divock Origi. 4 Schüsse, 100% Schussgenauigkeit, 6 Pässe mit 100% und 6 Dribblings mit 100%. Ja, der Gegner war nicht so gut, wie sein Team vielleicht vermuten hätte lassen. Auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit Divock Origi bisher. Gut, unser nächster Gegner. Auch ein cooles Team eigentlich, cool gebaut. Schauen wir, wie es läuft. Ja, die Bewegung hat jetzt aber sehr, sehr flüssig ausgeschaut von Origi. Auch da bleibt er gut dran. Ja, das sind zu viele. Ja, das hat jetzt leider dann ein bisschen zu lange gedauert bei der Drehung. Ja, Origi kriegt er. Kann er flanken. Auf Griezmann, der schade, der ist zu kurz. Wohoo, nice Origi, nice.
Sehr, sehr cool. Oh, Origi macht den Lauf. Ah, das hat leider sehr, sehr lang gedauert dann beim Schuss. Ich wollte angeschnitten schießen. Er muss passen. Ja, es ist schade. Schade, dass Areola den da noch bekommt. Ja, da kann er sich gut durchsetzen. Ja, dieser Areola. Wäre auch glücklich gewesen. So, jetzt hat er auch seine Vorlage. Ich dachte, den hält er wieder, der Areola. Origi zwingt den zweiten Gegner zum Rage Quit mit einem Tor und einer Vorlage. Genauso wie sein Kollege Firmino. 6 Schüsse, 67%. 10 Pässe mit 50%. Jetzt nur dafür 14 Dribblings mit 93%. Wir machen doch ein Game. So, unser nächster Gegner. Auch ein cooles Team. Einige Serie A-Spieler, Liga, Brasilianer. Jo, gut positioniert gewesen wieder. Sehr nice, Origi. Sehr, sehr nice. Macht er echt gut. Jetzt sehen wir auch mal sein Gesicht ein bisschen. Ja, von der Beweglichkeit her sehr, sehr gut auch gewesen da wieder. Kommt, zieh durch, Origi. Yes, nice. Schön gemacht. Ja, gute Drehung eigentlich auch wieder, aber Schuss war nicht so gut. Ja, jetzt ist er mit dem Kopf da. Nice, Origi. Ja, schade, den kann man auch mal machen. Gut, Origi trotz der Niederlage, auch wenn er da den letzten noch machen hätte können, meine ich, aber gut positioniert gewesen. 5 Schüsse mit 60%, 15 Pässe mit 93% und 13 Dribblings mit 85%. Ich würde sagen, wir haben einiges mitgenommen und gehen ins abschließende Fazit. Gut, 3 Playoff-Spiele, 6 Tore und 2 Vorlagen. Ich glaube, da kann man zufrieden sein in den Weekend League Playoffs. Mir ist einiges aufgefallen, wobei eigentlich ist es gar nicht so viel. Die Beweglichkeit fühlt sich für die Körpergröße eigentlich sehr gut an, aber man darf sich jetzt trotzdem nicht erwarten, dass der ist wie ein Griezmann oder wie ein Ben Yedder oder wie ein Messi. Also das kann man vergessen, es fühlt sich in manchen Situationen wirklich sehr, sehr gut an. In manchen Situationen merkt man aber auch, dass er ein bisschen holzig ist. Aber da würde ich sagen, ist Meckern auf hohem Niveau und ich meine, er ist sowieso eher so ein Stoßstürmer. Ich muss sagen, das Tempo fand ich gar nicht so schlecht. Könnte ein bisschen mehr gehen, also ich hoffe, er bekommt dieses Plus 2 Upgrade. Ich bin ja auch Liverpool-Fan, also da schaue ich natürlich ein bisschen durch die rote Brille auch. Der Schuss ist Hammer, er positioniert sich auch immer sehr, sehr gut, also mit dem Finisher-Campstyle, das war echt sehr, sehr gut. Passspiel war brauchbar für einen Stürmer, aber da er eigentlich so der Stürmer ist, der gerne durchzieht und nach vorne läuft, hat man jetzt gar nicht so oft die Möglichkeit eigentlich mit ihm zu passen oder man kommt gar nicht so oft in diese Bredouille, dass man da vielleicht mit ihm passen müsste, vor allem weite Pässe, weil der kurze Pass ist ohnehin sehr, sehr gut eigentlich mit 87. Der Effe, der könnte ein bisschen besser sein. Ich habe 2-3 Mal angeschnittener Schuss gemacht. Die hat dann der Torhüter meist gehabt, also das hat nicht so gut funktioniert. Aber mit seiner Stärke, mit seiner Größe setzt er sich natürlich da vorne immer sehr, sehr gut durch und das muss ich sagen, hat echt Spaß gemacht. Also ihr seht das auch an der Statistik. 8 Torbeteiligungen in 3 Spielen und da waren 2 Ragequits dabei. Unter anderem der krasse Gegner am Anfang. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, für den Preis, den er kostet, so 130.000 Coins, glaube ich, kann man den mitnehmen. Ist halt nur sehr, sehr kurz da. Und ich glaube, für Liverpool-Fans sowieso ein Muss, weil so eine Karte wird man nicht wiederbekommen mit der Chance auf ein 89er Upgrade. Also wie gesagt, bis auf das Dribbling, das sich manchmal ein bisschen holzig anfühlt, fand ich das Tempo eigentlich sehr, sehr gut, den Schuss sehr, sehr gut. Physis sowieso top, also die Karte macht auf jeden Fall Spaß, wenn man mit so robusten Stürmern gerne spielt, mit so Stürmern, die halt physisch sind. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen was zeigen von Divock Origi. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Schaut gerne auf den Socials vorbei, die sind unten verlinkt und dann sage ich danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.